Safe um 3000. Dann freuen wir uns. Und wir gehen ins Büro. In ein sehr chaotisches Büro. Büros kennt ihr natürlich eigentlich nicht, ne? Wer ein Fitnessstudio betreibt und dort arbeitet. Aber so sieht es manchmal auf einem Schreibtisch aus. Es wird aber noch viel schlimmer aussehen. Das verspreche ich euch. Denn was müsst ihr jetzt machen? Ihr müsst alles, was auf diesem Schreibtisch ist, rüberbringen auf diesen Rollcontainer und müsst es dort stapeln. Egal wie. Mhm. Ineinander. Es muss halt nur jeder Gegenstand auf dem Rollcontainer bleiben. Und die Besonderheit ist, ihr transportiert es im Sitzen. Ihr packt euch also hier vielleicht auch mehrere Sachen auf einmal, damit es Sinn macht. Aber mir reicht die heiße Tasse Kaffee im Schritt. Einfach hier rüber. Aufstehen. Und dann stapeln. Ja? Das ist die Aufgabe. Mehr ist es gar nicht. Es sieht nachher lustig aus, da bin ich mir sicher. Und hoffentlich bleibt auch alles drauf. 6 Minuten habt ihr dafür Zeit. Macht aus einem Chaosbüro ein noch chaotischeres. Ja? Ja. Alles muss auf diesem Tischchen Platz finden. Ich würde jetzt auch gleich den kleinen Chef schon irgendwo rein. Ah, ich merke schon, hier wird schon strategisch... gearbeitet, es wird sich abgesprochen. Elmar, die sind heiß. Du auch? Ja, ich auch. weil ich ehrlicherweise auch gespannt bin, ob sie das alles dahin bekommen. Das sind so um die 30 Gegenstände, die wir da sehen. Und da ist nicht viel Platz auf dieser kleinen Kommode. Der Schreibtisch ist ja schon voll. Ja. Und das ist deutlich weniger. Das ist vielleicht ein Viertel an Lagefläche. Aber ihr kriegt das hin. Ja. Kriegen wir. Ich bin guten Mutes, eure Zeit läuft ab jetzt. 6 Minuten. Nehmt ihr das hier rein? Nee, das ist gut nicht. Okay, fahr schon mal was rüber. So, jetzt erstmal so ein bisschen orientieren. Was kann man zusammenräumen, zusammenpacken, aufeinander stapeln. Wow. Und die Lena auch hier mit der ersten kleinen liebevollen Anweisung. Fahr schon mal rüber. So, er stellt jetzt erstmal alles davor. Jonas, die Steuerunterlagen bitte. Ja. Hier ist noch ein Ordner. Oh, falsch. Jonas hat den Joker auf dem Rücken. Und noch 2 in der Tasche. Noch 2 in der Tasche. So, und Lena räumt ab. Blumenvase, Thermoskanne, Ventilator, jetzt noch irgendwie so ein Adressbooklet. Also alles ist dabei, Drucker auf dem Schoß. Es ist sogar noch ein Faxgerät. 5 Minuten habt ihr noch. Die erste Minute ist also rum. Und jetzt auch Bildschirm und Kopfhörer, was man halt so braucht, mein Gott. Das Tolle ist, der Tisch darf stehen bleiben. Ja. So, jetzt habt ihr schon mal alles da. Jetzt dürfen wir aber aufstehen, oder? Jetzt dürft ihr aufstehen, das wäre sonst gemein. So, und jetzt macht's... Willst du das nicht? Natürlich Sinn, so wie die beiden das auch tun, die großen Gegenstände so ein bisschen weiter nach unten. Und je kleiner sie werden, desto weiter oben platzieren. Und auch aus der Hand schmeißen. Nein! Kannst du das nicht so machen? So. So, dass es nur so ein bisschen übersteht, nicht zu viel. Das ist auf jeden Fall ein guter Tipp. Aber hier passt eh nichts hin. Doch, wie kann ich hier dazwischen? Nochmal, der Ton wird ein bisschen strenger bei Lena. Ja? Matthias, du siehst entspannt zumindest aus. Es ist ein schönes Spiel. Für mich ist es ein hervorragendes Spiel. Aber ja, ich merke schon, Lena macht die Ansagen. Ja, immer. Ja? Ja. Studiert Erziehungswissenschaften, das ist sozusagen so, das ist das pädagogische, die pädagogische Anweisung. Also liebevoll gemeint und dieses ganz neue Modell des Druckers auch noch schnell oben drauf. Was steht da unten noch? Eine Lampe, die Thermoskanne. Oh, der Ventilator. Der Ventilator. Auch. Ihr habt noch 3 Minuten 30. Ihr seid verdammt gut in der Zeit. Stell hier die Thermoskanne hin. Nee. Die hier einfach hinstellen? Nee, das hättest du gerne, Jonas. Ah doch, da war Platz. Haben nichts vergessen, drücken. Oder? Ich wollte noch mal gucken. Hält? Ja. Also, wie entspannt war das denn? Das war ja ähnlich entspannt wie ich. Oh Gott. Mir hat das Spiel sehr gut gefallen, aus dieser Perspektive.
und euch selbstverständlich auch. Sehr entspannt sah das aus. Großartig. Ja, und ihr seid keine Büromenschen? Na, wir können nicht zusammenkratzen, Zeug und. Perfekt. So aufgeräumt habe ich noch nie im Büro gesehen. Das sind 3000 Euro für euch, Lena und Jonas. Ich sehe da nicht den leisesten Zweifel bei eurer Performance. Das heißt, wir greifen die 5000 an? Wir greifen an. Ja.